Also traditionell glaube ich immer, dass eine kleine Nation, die nicht zu kapriziös herangeht, wie die Dänen zum Beispiel, immer eine Außenseiterchance haben, die man nicht vernachlässigen darf. Da wird ja nicht so wie in der Bundesliga alles komplett mit riesen Verträgen zu Summen, wo man nur von träumen kann, gemacht. Da steckt noch so ein bisschen der elementare, archaische Geist. Wir Kleinen müssen der Welt zeigen, was wir sind. Auf die würde ich immer wieder setzen und dann auf eine von den großen englischen Möglichkeiten. Die für mich immer, das ist klassischer Fußball. Bei den Deutschen weiß ich im Augenblick nicht. Im Grunde ist es mir auch wurscht, ob die Deutschen gewinnen oder nicht. Der Bessere soll gewinnen, verdammt nochmal. Ich denke mal, Halbfinale und dann vielleicht ein bisschen Glück, muss man sehen. Also schlecht ist der deutsche Fußball nicht, wie er manchmal gemacht wird. Das ist noch viel zu früh. Also die Jungs, die müssen erstmal ein paar Jahre, müssen sie erstmal in der Bundesliga mal 30 überdurchschnittliche Bundesligaspiele machen. Wenn einer zwei, drei gute Spiele macht, dann ist er für mich noch kein Topspieler. Und das muss ich dann rauskristallisieren. Sie müssen dann halt bei der WM, müssen sie dann halt Führungsdinge mit übernehmen und dann kristallisiert sich raus, ob es ein Ballack wird oder wer auch immer, ob der es dann schafft. Ne? Sind einige, ist egal, ob das die Franzosen sind, die Spanier, muss man dazu rechnen. Ne? Ich tippe so ein bisschen auf die Spanier. Ich glaube, da sind wir noch besser. Ja, die natürlich auch. Ne? Denn einige Nationen werden, ich denke, fünf, sechs Nationen, die werden fast ungefähr gleich stark sein. Und da kommt es daran, wie kommen sie da unten mit den ganzen Verhältnissen klar. Aber ich denke mal, Halbfinale für das deutsche Team ist möglich. Aber ich glaube, wir landen wirklich ganz hinten. Aber mal schauen. Ja. Ich drücke die Däumchen. Ne? Hab alles vorbereitet, hier eingekauft und so. Tüten stehen parat. Also hoffen wir mal das Beste. Aber sieht irgendwie komisch aus, ne? Deutschland würde ich Vorrunde überstehen. Ich glaube, die Franzosen sind wieder ganz gut drauf, was ich gesehen habe. Die Deutschen werden es schwer haben, sind aber eine Wettkampfmannschaft. Wir haben immer auf großen Turnieren gut gespielt. Dann hoffe ich, dass wir da eine maßgebliche Rolle spielen. Aber ich würde es auch Kamerun gönnen, dass die mal nach vorne kommen. Ich glaube, die spielen einen sehr erfrischenden und einen sehr fröhlichen Fußball. Und ich glaube, wir haben jetzt auch einen deutschen Coach mit Winfried Schäfer, so viel ich mich erinnern kann. Also vielleicht kommt mal so ein Überraschungsteam nach vorne oder auch ein südamerikanisches Team, weil mir fehlt hier so ein bisschen der Spielwitz in Europa und diese Mannschaften bringen halt immer wieder Farbe ins Spiel und da würde ich mich eigentlich drüber freuen, dass halt diese Mannschaften, die wirklich frisch aufspielen, dann auch weit nach vorne kommen. Argentinien hat ja gezeigt, dass sie auch ein bisschen was können. Ich weiß nicht, wie Brasilien, die haben in der Qualifikation Riesenprobleme gehabt, das sieht nicht so toll aus. Und Mannschaften, die gut gespielt haben und Spielwitz reinbekommen haben, sind dann leider ausgeschieden wie die Holländer. Und da muss man sehen. Also vielleicht ist wieder Frankreich dabei, vielleicht mal den Titel zu verteidigen. Ich glaube, wir sind Titelverteidiger. Ne? Das ist eine Frage, die kann ich eigentlich nur schwer beantworten. Ich befürchte nicht Deutschland. Dadurch, dass die Spiele in Südostasien stattfinden oder in Asien stattfinden, in Ostasien stattfinden, in Südkorea und Japan, halte ich es auch für möglich, dass vielleicht auch einmal ein Land vom schwarzen Kontinent mal den Zuschlag bekommt, aber in der Regel ist es ja so, dass sich dann noch die europäische Spielart, dann, wenn es dann drauf ankommt, im Vergleich zu der Schönspielart der Schwarzafrikaner oder auch der Südamerikaner, setzt sich in der Regel doch oder oftmals der kontinentaleuropäische oder auch englische bewährte Fußballstil durch. Und also von daher möchte ich mich eigentlich nicht festlegen. Wir haben ja immer die Fußballmächte im Moment, Frankreich stark, aber auch natürlich Brasilien. Gestern hat man gesehen, Argentinien auch nicht zu verachten, sind alles exzellente Fußballer. Von daher, wenn ich einen Tipp abgeben sollte, würde ich mich vielleicht doch für einen südamerikanischen Staat entscheiden. Vielleicht Argentinien, warum nicht?